Petruscho, das sahen die Let und Trautix 27 / ist danse Fans nicht im TV. Langeweile in der Werbepause? Von wegen. Am Freitagabend lockte das große Let's Dance-Finale Millionen Zuschauer auf die Kuch. Das eine oder andere Highlight blieb dem Wohnzimmerpublikum allerdings verborgen, im Studio ging es auch zwischen den Pausen mächtig her. Neben romantischen Pärchentürteleien, obligatorischen Jury-Tanzeinlagen und humorvollen Witzeleien sorgte diesmal auch ein ganz besonderer Gast für gute Laune. Pietro Lombardi, 26, ließ es auf Kamera so richtig krachen. Seinen Geburtstag verbrachte der DSDS-Gewinner von 2011 gut gelaunt im Let's Dance-Studio und zog als Ehrengast immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Wie Promi Flas live vor Ort beobachten konnte, ließ sich der Sänger auch nur allzu gerne feiern. Neben einem für alle hörbaren Ständchen konnte sich der 26-Jährige auch über den heißen Anblick von Ex-Bache Lorette Jessica Pastzka, 28, freuen, die konnte zu laufenden Songs einfach nicht die Füße stillhalten und ließ ihren Booty so richtig kreisen. Während Jessie ihre Moves zum Besten gab, nutzten andere die Werbeunterbrechungen für verliebte Kuscheleinheiten. Profitenza Massimo Sinato mit Akut, 37, und Rebecca Mir, 26, konnten kaum die Finger voneinander lassen, ebenso wie Viktoria Swarovski, 24, und ihr Ehemann. Immer wieder suchte die Blondine den Körperkontakt zu ihrem Liebsten und staubte sich so das eine oder andere verliebte Küsschen ab.